Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um ein ganz besonderes Thema, das vor allem perfekt passt zu meinem Kanal. Und zwar, welche Supplements nehme ich mit, wenn ich auf Reisen gehe? Diesmal mache ich eine Reise und das habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt und gemacht, wer den Kanal hier verfolgt hat, bei der ich auch trainieren werde. Grundsätzlich, und das muss ich immer wieder erwähnen, wenn ihr Urlaub macht, nur zweimal im Jahr, dann macht Trainingspause. Die Trainingspause ist sogar progressiv. Jetzt denkt ihr, oh, das ist der Kompromiss, damit es mir gut tut, aber mein Körper tut es nicht gut. Nein, ihr werdet stärker rauskommen. Ja, keiner von euch macht sicherlich 6 Wochen Urlaub. Ist er 2 bis 3 Wochen lang, ja, auch 3 Wochen, kommt ihr stärker und erholter zurück. Und ihr werdet nicht so gut regenerieren im meisten Urlaub. Ja, ihr seid erholter, aber es gibt eine ganze Menge Gründe. Wer mehr dazu wissen möchte, dieses Video anschauen. Da habe ich das bereits schon aus der Türkei abgefilmt. Wir gehen jetzt davon aus, ihr macht so eine Art Work and Travel oder den 10. Urlaub und wollt weiter trainieren, weil ihr schon länger keine Trainingspause mehr, weil ihr schon vor kurzem noch eine Trainingspause gemacht habt. Und deswegen geht es jetzt darum, was ich persönlich mitnehme als wichtigste Supplements. Denn ihr kennt meine Supplement-Vorräte, ich möchte nicht all die mitnehmen. Allein meinen Booster mische ich ja schon aus 7, 8 verschiedenen Supplements zusammen. Und natürlich packe ich die nicht alle in den Koffer und habe einen eigenen Koffer nur für Supplements dabei, sondern nur die nötigsten. Und hier ist das eben so eine Sache, was ist jetzt nötig? Deswegen werden wir jetzt einmal zusammen eine Bestellung aufgeben. Und ich werde euch ein bisschen erzählen, warum ich so vorgehe und welche ich mitnehme als für mich, als fortgeschrittener Bodybuilder, die nötigsten Supplements, auf die ich nicht verzichten möchte. Schauen wir mal rein. So, jetzt befinden wir uns hier auf der Seite von proteinarena.de. Und ich kann verstehen, wenn ihr erstmal erschlagen werdet von den vielen Angeboten. Das liegt hier sicherlich nicht an einer unübersichtlichen Seite, sondern einfach nur, dass es so eine riesige Auswahl gibt. Ich will jetzt ganz gezielt etwas auswählen, denn das Thema ist ja heute, was nehme ich mit für die Reise, für den Urlaub, wo ich dann zum einen reduziert Supplements habe und nicht mehr alles mitnehme, also mehr auf All-in-One-Sachen gehen muss und auch nicht jede Ingredienz. Es muss praktisch sein. Darunter zählt zum Beispiel, was wir definitiv brauchen, das ist die Nummer 1, nicht nur im Alltag bei uns, sondern auch auf Reisen, gerade auf Reisen als Vegetarier und gerade auf Reisen wie in einem Land in Afrika, da isst man nämlich recht wenig mit dem hier, Eiweiß und Protein. Selbst wenn ihr keine Vegetarier seid, ist das Protein dort mit Vorsicht zu genießen, denn alles, was dort tot ist und zubereitet wird, naja, kann auch hygienisch ein bisschen problematisch sein. Nicht da, wo ich bin, aber nun ja, da bin ich dann doch der Vegetarier. So, und ich suche mir ein Protein aus. Also lassen wir mal vegan vielleicht und Isolat beiseite. Die beiden sind etwas spezieller. Alles im Bereich Mehrkomponenten und Whey-Protein geht. Und ich möchte jetzt einfach 2 Kilo haben. Dabei achte ich allerdings darauf, dass ich eine feste Verpackung habe und keine Tüte. Denn das hier ist der erste Tipp. Habt ihr eine solche Tüte, wie ihr sie hier schon seht, kann die aufplatzen. Ich hatte es schon 2 Mal sicherlich in meinem Leben, dass der Koffer eine kleine Überraschung für mich bereit hatte und Protein überall drin war. Deswegen nehmt am besten so etwas hier mit. Das hier sieht gut aus, ist aber problematisch, denn es sind 2 Kilo. So einen Riesenbox ist dann schon wieder auch schwer. Eine Kilobox wäre gar nicht mal so schlecht, je nachdem wie euer Verbrauch ist und wie lange ihr weg seid natürlich, aber so eine Kilobox macht es dann mehr. Das Gute ist, hier kann ich abkürzen, ihr denkt daran, den Tipp habe ich euch gegeben, ich darf jetzt so einen Beutel bestellen, denn ich habe so eine Box noch zu Hause. Ja, das ist dann für mich natürlich der Vorsprung, den ich habe. Und jetzt nehme ich mir quasi einfach schöne 2 Kilo mit, die mir einfach gut schmecken. So, und da nehme ich zum Beispiel von All Nutrition mal so Zuckerwatte. Naja, klingt sehr süß. Ich nehme gerne mal, tropische Früchte sind mir zu tropisch. Erdbeerbanane klingt gar nicht mal so übel. Ich nehme aber ganz langweilige Vanille einmal. So, zack. Und ab in den Warenkorb. Hier öffnet sich der Warenkorb. Ich will aber wieder zurück. Weiter einkaufen. Und jetzt nehme ich
direkt nochmal, wir kommen hier nämlich sofort zurück und ich will ja zwei haben. Nehme ich weiße Schokolade oder nehme ich nochmal Kirsche mit dazu? Ich entscheide mich für Vanille, könnte man eigentlich gut mischen mit Kirsche. Und ich mische die ja in meinem Beutel. Also nehme ich nochmal Kirsche mit dazu. So. Ja, komm schon. Und in den Warenkorb. Jetzt habe ich 2 Kilo Protein. Was brauche ich noch? Ich will täglich trainieren, viel trainieren. Die Gründe dafür habe ich schon mal in einem anderen Video genannt, dass ich jetzt auf tägliches Training umsteige. Und bei täglichem Training, muss ich sagen, will ich nicht mehr Hardcore-Booster haben, wo viel Koffein drin ist. Ich trinke so schon meine Energy-Drinks am Tag. Außerdem gehe ich auch von der Trainingszeit von 2 Uhr nachts runter auf nachmittags, abends. Auch das sorgt dafür, dass ich eigentlich selten Stimulantien brauche. Also hätte ich ganz gerne einfach einen Trainingsbooster ohne Stimulantien, den ich auch jeden Tag easy nehmen kann. Eigentlich alles unter 200 Milligramm Koffein könnt ihr auch jeden Tag nehmen. Da muss man sich keine Sorgen machen. Theoretisch auch 300 Milligramm. Das ist eine Tasse Kaffee, das dürfen wir nicht vergessen. Ich will jetzt trotzdem einen ohne und trinke mir dann einfach noch einen Red Bull davor. Das ist absolut okay. So, jetzt haben wir hier die Marken. Ich gehe jetzt mal auf. Wo haben wir es? Testo-Booster, Point, Trainingsbooster. Zack. Und jetzt werdet ihr überrascht sein, denn jetzt kommen hier Hunderte, die aufpoppen. Ich werde es jetzt mal ein bisschen abkürzen. Normalerweise müsstet ihr diese jetzt mal alle durchgehen. Wenn ihr sie durchgeht, das mache ich jetzt mal an einem Beispiel. So, dann öffne ich das mal hier. Ich gehe auf den Shaboom-Pump. Und bei dem Shaboom-Pump öffnet sich das jetzt hier, was der so zu bieten hat. Und das hier ist das Wichtige für euch. Schaut einfach mal die Werte an. Citrullinmalat, da sage ich, sieht gut aus, vor allem in der 2-Portion-Variante, 6 Gramm, Hammer. Beta-Alanin 3 Gramm, Hammer. Kreatin ist drin, Hammer. Ich will ein All-in-One-Produkt, ich will nicht auch noch Kreatin mitnehmen müssen. 3 Gramm, auch Hammer. L-Arginin noch dabei, 2 Gramm. Ist gut, 4 bis 6 wäre besser, aber ist auch gut. Hier sind aber 400 Milligramm Koffein. Also, Booster hat bestanden, ist gut, ist ein Quali-Booster, aber für mich zu viel Koffein drin. So, und so geht ihr vor. Wer mehr wissen möchte dazu, wie ein optimaler Booster zusammengestellt ist, auch ohne Stimulantien, gut, da gibt es das entsprechende Video dafür, da oben in der Ecke. Ich zeige euch jetzt direkt mal, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin. Und zwar, habe ich es schon markiert für mich. Ich nehme den, sieht jetzt sehr langweilig aus, Hero Pump. Hero Pump Booster in, oh schön, Kirsche ist auch wieder da. Nehmen wir Kirsche. Warum? Schaut euch das mal an. Wir haben hier eine 14 Gramm Portion und davon 30 Portionen. Die könnte ich sogar also 1,5 davon machen. Ja, dann habe ich immer noch 20 Portionen, reicht dicke für meine Training-Einheiten. 3,5 Gramm Citrullin ist gut. AAKG ist nochmal 2,5. Kreatin, auch nochmal insgesamt 2 Gramm drin. Dann haben wir noch Taurin, Beta-Alanin. Naja, das könnte höher dosiert sein, aber ist nicht der wichtigste Stoff da drin. Und wenn ich davon dann noch 1,5-fache nehme, hey, dann habe ich das, was ich eigentlich haben will. Also kommt der hier mal schön mit. Ab in den Warenkorb, in Kirschgeschmack und dann haben wir unseren Pre. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch eins. Und zwar für die schnelle Versorgung während des Trainings und nach dem Training mit Aminosäuren. Ja, man könnte es mit Protein abdecken. Jetzt kommt der erste kleine Luxus rein. Werde ich noch, Kreatin habe ich ja hier drin, und ich kann ich nichts extra nehmen, aber wie gesagt, wir sind hier auch ein bisschen eingeschränkt im Urlaub, werde ich noch EAA mitnehmen. Ich brauche noch ein paar Aminosäuren, die kann ich mir schön darunter mischen währenddessen. Und hier seht ihr dann auch schon die EAA-Auswahl. Ich nehme mal von Biotech USA das EAA Zero. Haben wir in Zitrone, Eistee und Apfel. Ich nehme mal Apfel, sieht dann sicherlich schön grün aus. Und damit ab in den Warenkorb. So, und jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alles zusammen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist das Package, das ich mitnehme. Alles in schönen, harten Verpackungen.
auch das Protein, das ich darin abfüllen werde. Ihr müsst vielleicht eine neue Kilo-Protein-Packung holen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch die Tüte nehmen. Und dementsprechend sieht jetzt mein Warenkorb so aus. Zack, da haben wir es. 2 Kilogramm Protein für die 14 Tage. Dann mein Pump-Booster ohne Stimulantien und meine ERAs. So, das Ganze werde ich jetzt abschicken und dann werdet ihr das sehen bei meinem Training dort. Gut, so viel dazu. Bestellt gerne ähnlich. Ihr werdet hier sogar 15% off bekommen mit dem Code GOTTI15. Und dann werdet ihr es bald im Einsatz sehen. So, und zu guter Letzt jetzt noch ein Insider-Tipp. Und zwar haben wir nicht nur den Aufenthalt im anderen Land, sondern wir haben auch die Reise dorthin. Und gerade wie bei der Reise bei mir der Fall, kann diese recht lange dauern. Gerade wenn es in entlegene Länder irgendwo in Ostasien, Mittelasien, Afrika, sonst was geht. Wenn ihr also mehr als eine 12, 15-stündige Anreise habt, dann ist es gar nicht mal so schlecht, wenn ihr auch unterwegs eure Versorgung abdeckt. Aber wir wollen jetzt hier nicht anfangen wie Profi-Bodybuilder mit abgepackten Tupperwaren und sonst irgendetwas. Wir können es praktischer gestalten. Und zwar können wir uns Proteinproben mitgeben lassen. Das Wichtigste ist eigentlich nur die Proteinversorgung. Ansonsten könnt ihr euch auch so einen kleinen, habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, diese kleinen Dosen mit euren Omega-3-Fettsäuren oder so etwas, wirklich noch mitnehmen, das ist kein Problem, aber ihr braucht für diese Flugzeit von 12, vielleicht 15, vielleicht sogar 17 Stunden, für diesen einen Tag, sagen wir mal, braucht ihr nicht unbedingt euer Kreatin. Ihr werdet daran nicht zugrunde gehen. Ihr braucht nicht eure Omega-3s, daran werdet ihr nicht zugrunde gehen und auch nicht unbedingt eure Vitamine, solange ihr die danach direkt wieder aufnehmen könnt. Aber Protein brauchen wir täglich. Also, jetzt zeige ich euch mal, was es hier Tolles gibt. Ich bin mal gespannt, wie ich es jetzt hier finde. Und zwar schauen wir mal hier wieder unter Protein. Obwohl hier, schaut mal, da haben wir die eigene Kategorie Proben und Samples. Da gehen wir mal drauf. Und siehe da, ihr habt einen Booster. Also wenn ihr am Flughafen noch ein bisschen pumpen wollt, dann hättet ihr hiermit Boosterprobe. Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr mal den Booster ausprobieren wollt, holt euch mal einfach hier so eine Probe. Ice Pump und der Shaboom sind sogar gar nicht mal so schlecht. Holt euch die einfach mal bei einer Bestellung mit. Mit den 2 Euro kann man nichts falsch machen. Dann habt ihr einen Booster für eine Trainingseinheit und probiert es mal aus. Und auch ganz cool, habe ich auch immer dabei, kann man sich in eine Wasserflasche tun, dieses Perfect Amino hier. Davon haben die auch eine Probe. Für 2 Euro habt ihr ein paar Aminosäuren und trinkt ihr einfach runter wie Saft. Dann habt ihr schon mal Aminosäuren, aber viel wichtiger sind diese Proben hier. Diese Tütchen habt ihr sicherlich schon oftmals gesehen, entweder auf der FIBO oder sonst wo. Das ist genau eine Portion Protein, ich glaube 25 oder 30 Gramm, 25 Gramm, da steht's. Damit habt ihr eure mindestens 20 Gramm Protein. Hammer! Diese Tütchen nehmt ihr einfach mit in eure kleine Tasche, die ihr immer dabei habt, eine Gürteltasche, einen Rucksack oder sonst was. 3 Stück davon und ihr habt die Proteinversorgung. Deswegen, auch die hier nehme ich noch mit. Bestell davon welche. Ach guck, da haben wir die sogar in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ist ja super. Und dann habt ihr die dabei. Praktisch. Einfach aufreißen das Tütchen und rinn. Wenn ihr nur eine halbe Wasserflasche habt, kein Problem. Ansonsten rührt ihr das in den Becher ein. Also einfach runter damit. Hauptsache Protein. So, und wie am Anfang, ihr habt gesehen, es ist schon alles da. Ich habe jetzt hier nur eine der Proteinpackungen. Beide sind angekommen natürlich. Das war kein Problem und kam auch schnell an. Aber ich konnte mich nicht beherrschen, habe schon eine angenascht. Und hier haben wir einmal den Hero Pump. Das heißt, ja, diesmal kann ich meinen Profi-Booster nicht zusammenmischen und mag es auch nicht, das vorher zu machen, weil ich nie weiß, habe ich dann mal mehr Arginin drin, wenn ich da reingreife und das vorher gemischt habe oder nicht. Deswegen hier mal wieder die generelle Pump-Lösung und ERAs, die ich einfach zwischendurch nehme. Das hier ist bereits schon, wie ich schon gesagt habe, ein Zusatz. Das ist schon eine Sache, da kann man sagen, das kann man auch mit Protein abdecken. Das absolut Wichtigste ist hier Proteine. Das absolut Wichtigste. Fürs Training habt ihr einfach ein besseres Training und einfach einen besseren Pump und eine bessere Regeneration. Und damit geht dann hier und da was schneller und ihr reichert euch hier und da mal das Wasser an. Super. Was nicht fehlen sollte, ist das Kreatin. Kreatin hatte ich noch.
Da haben wir es. Und das habe ich natürlich auch dabei. Ihr seht, da kommt schon was zusammen. Das ist schon was. Aber ich bin eben auch schon recht fortgeschritten. Das heißt, zur Not lasst ihr sowas hier weg, reduziert es zum Beispiel auf die 3. Und ganz zur Not kann man sogar sagen, Hauptsache noch Protein und ihr habt ein bisschen Kreatin. Selbst Kreatin ist fürs Training sicherlich noch insgesamt wichtiger. Und ansonsten nur noch das Protein. Wir haben jetzt diese Bestellung drin und hier sind die Sachen, von denen ich euch gerade noch erzählt habe bei der Bestellung. Diese kleinen Tütchen, die sind für mich ein kleiner, ja, Gamechanger, Gold wert. Die nehme ich einfach mit ins Handgepäck, ist kein Problem, kommt ihr durch, überall durch mit. Und dann, sobald ihr im Flugzeug sitzt oder am Flughafen, kleines Eckchen auf, ab in irgendeine Wasserflasche. Ihr braucht nicht mal euren Shaker mitnehmen, auch das nervt ihr. Und dann shakt ihr euch einfach euer Protein. Davon nehme ich 2 mit auf der Hinreise, habe dann meine 60 Gramm Protein zusammen. Ebenso hier eine ganze Menge Aminosäureprobe. Einfach einmischen, dann habt ihr, das ist glaube ich sogar Mango, ja, Fruit Massage. Und dann habt ihr ein Fruchtgetränk, das sogar gar nicht mal so schlecht schmeckt und direkt Aminosäuren. Das heißt, wenn ihr auch ein bisschen ausgedörrt seid, auch das nicht schlecht. Und noch für unterwegs, um mal ein paar Booster auszuprobieren, nehmt euch mal so eine Probe mit, der ist gar nicht mal so schlecht. Und Napalm hat man mir noch eingesteckt und den werde ich auch mal ausprobieren. Vielen Dank an proteinarena.de für die Bestellung und natürlich auch für all die anderen und für den Support. Der Dank wird an euch ausgeschüttet. Mit Gotti 15 könnt ihr dort gerne bestellen, auch für eure nächste Reise und bekommt damit noch 15% Rabatt. Und nun ja, das ist meine Reisebestellung und ihr werdet bald sehen, wie ich das auf den Reisen dann auch benutze und wie ich dann in dem schmierigsten Gym in Tansania auf der Insel Sansibar trainiere, dass ich da ausfindig machen konnte. Also, wenn ihr dazu mehr sehen wollt, Daumen hoch noch, feuert mich an, Fragen in die Kommentare und natürlich Kommentare zu dem Ganzen hier. Und ansonsten schaut euch gerne mal die anderen Videos an, auch die, als ich in der Türkei war und trainiert habe. Und naja, wir sehen uns dann. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.